Wunderschönen guten Abend. Das ist Steve Crawford aus Schottland. Hallo. Mein Name ist Stefan Decker und wir haben jetzt... Vielen herzlichen Dank. Wir haben jetzt genau 20 Minuten Zeit, euch zu verzaubern und euch zu entführen. Und das tun wir mit dem ersten Titel, der heißt If a mountain is too steep, you need to grow wings. Das heißt übersetzt, wenn ein Berg zu steil ist, dann muss man sich Flügel wachsen lassen. Und das bedeutet für jeden ein kleines bisschen was anderes. Wem das zu lang ist, der kann einfach sagen, Wings. Viel Spaß. Thank you.
Vielen Dank. Dankeschön. Vielen herzlichen Dank. Leider ist mein Deutsch nicht so gut wie Stefans. Aber wenn Grammatik keine große Rolle spielen muss, dann glaube ich, dass wir uns verstehen. Danke sehr. Ja, ich freue mich, dass wir hier sind. Sehr. Es ist mein erstes Mal in Coesfeld. Wir werden jetzt für euch ein Liedchen singen, sobald meine Gitarre gestimmt ist. Und das handelt sich von Kaylees. Kaylees, also Kaylee ist ein gälisches Wort für Gathering, also Sammlung. Und heutzutage in Schottland, das bedeutet, dass Leute sich treffen und tanzen mit Musik. Sie tanzen diese traditionelle schottische Tänze. Aber traditionell, das war einfach so eine Sammlung, wo Leute Geschichten ausgetauscht haben oder auch ein bisschen Musik oder Gedichte und haben sich zusammen ein bisschen getrunken. Und das Lied, ja, es heißt After the Kaylee. Well, things are winding down here for the night. There is no better time to try and do what's right. Gaily dancing dancers are resting their feet, while outside all the smokers share wisdom on the street. There's a man who's got his prey trapped in the corner. She tempts him with the promise that he'll see it through the morning. Young men bare their fists, they've got something to prove. Drinking too much whiskey makes you feel like you can lose. Don't make me the last one to leave. Don't wanna be the last one to leave. Outside it howls, shakes the walls of the hall. Band on to each other, this will be the final call. Last chance to find a partner, to feel their touch. One final chance to feel the warmth you've craved so much. We all come together singing auld lang syne. Old lovers passing glances across the lines. Promises that offered summer's fruit, ever lost among the midst of winter's cold hard truths. After the Kaylee, in the darkest of the hours, empty glasses, withered flowers, the brave among the cowards. After the Kaylee, as the night comes to an end, never too late to make amends, as we part from these old friends. Don't make me the last one to leave. Don't make me the last one.
suddenly. Don't wanna be the last one to leave. Dankeschön. Sie sofort. Das nächste Stück ist im letzten Jahr entstanden. Es ist eines der ersten Stücke, die ich geschrieben habe, als für uns Musiker, ja, als wir eine Zeit lang dann arbeitslos waren und mit Konzerten erstmal nichts mehr war. Und das Stück heißt The Wand Maker, weil Wand im Englischen Zauberstab und ist gewidmet dem Menschen, der meine Flöten gebaut hat. Die Flöten, die ich spiele, Whistle, es ist ein Instrument, was man traditionell in der irischen, in der schottischen, generell in der keltischen Musik ganz häufig findet. Und der berühmteste Whistle-Bauer der Welt ist Brite und wohnt in Mönchengladbach. Wer hätte und, das gedacht? Genau. Und Colin Goldie ist dieses nächste Stück gewidmet. The Wand Maker. Viel Spaß. Thank you.
Dankeschön, Stefan Decker. Vielen Dank. An der Flöte. Vielen herzlichen Dank. Wir spielen für euch ein letztes Stück, dann müssen wir uns schon von euch verabschieden. Aber der Abend ist ja noch lang. Wir haben noch zwei fantastische weitere Bands heute hier am Abend. Sjolta und Larun. Das sage ich eigentlich ganz uneigennützig, weil bei Larun darf ich nämlich auch mitspielen. Wir sehen uns nachher noch. Und ich glaube, auch den Steve werdet ihr später am Abend noch wiedersehen. Ich verspreche es euch. Und vielleicht erzählt Steve noch, worum es im nächsten Stück geht. Ja, es war ein Riesenspaß für euch spielen zu dürfen. Wir werden uns, glaube ich, irgendwann später sehen. Ja, das ist so eine Freude. Das ist fast das erste Mal, dass Stefan und ich diese Stücke vor einem Publikum spielen dürfen. Wir haben uns, wir kennen uns schon ein paar Jahre, aber haben uns wirklich in den Lockdown regelmäßig getroffen und einfach zusammen ein bisschen musiziert, und das sind die Ergebnisse davon. Und also es gab auch schöne Sachen in dem Lockdown. Wir haben weiter Musik gespielt. Und jetzt mussten wir euch verlassen mit einem Lied von einem tollen Songwriter. The best songwriter you've never heard of. Und der heißt Richard Thompson. Und das ist sein Lied, heißt Persuasion. Tempted by the promise of a different life, time has fled. There's a constant battle running through my head, and I don't know what to do, 'cause I still believe. After all the foolish things you put me through, always make a start on something new, and I'll always be a man that's open to persuasion. Given half the chance, but we never learn. Trusting in a fire while a cool flame burns, and we need to rebuild what was never left, what God left behind. I can always make a start on something new, and I'll always be a man that's open to persuasion. And it's written in my heart, so that everyone can see it. And it's written in my soul. After all, I still believe it. I still believe, after all the foolish things that we've been through, I can know.
grasping a start on something new. I don't always be a man that's open to persuasion, persuasion, persuasion. Vielen Dank. Aber einen schönen Abend noch. Danke sehr.